meine Königin, singt in meinen Ohren. Ihre Musik erschallt aus dem Jenseits. Die Luft hier ist schwer von Furcht. Das ist kein gutes Zeichen. Bei allem, was heilig ist, seht ihr den Feind da drüben? Ein würdiger Gegner. Jungspinnen mögen alleine ungefährlich erscheinen, doch ihre Anwesenheit sollte Reisenden eine Warnung sein. Denn wo Jungspinnen sind, lassen sich auch Matriarchinnen finden. Und ausgewachsene Arachnide beschützen ihre Jungen ausgesprochen aggressiv. Die Jungspinnen selbst haben großen Appetit und können einem in die Enge getriebenen Abenteurer beträchtlichen Schaden zufügen. Die allgegenwärtige Spinne ist eines der ältesten und anpassungsfähigsten Wesen der Welt. Sie hat anscheinend auch eine höchst unpraktische Empfindsamkeit gegenüber Magie entwickelt. Bei Kontakt nimmt ihre Größe drastisch zu und sie zammelt sie tatsächlich. Um diese Gefahr rate ich, dunkle Orte nach Möglichkeit zu meiden. Das Böse versteckt sich an vielen Orten. In Dämonen, Bestien, selbst in den Herzen der Menschen. Ich habe nicht genug erkannt. Einst war ich einer von ihnen, gewöhnlich, unberührt, bis ihre Stimme zu mir kam. Danach wusste ich, wie ich zu dienen habe. Ich muss die töten, die meine Herrin bedroht, und auch die dunkle Macht, die sie geschaffen hat. Ich wurde auserwählt. Ich habe nicht genug erkannt. Ich brauche mehr Zeit. Yeah!
Kanzler Imon, es ist von äußerster Wichtigkeit, dass wir meinen Landsitz vor diesem verräterischen Gesindel in Tristram sichern. Die Höhlen im Osten sind zu nah an meinem Land. Sie müssen blockiert werden, vollständig versperrt. Ich glaube, Erzbischof Lazarus hat kürzlich mit magischer Kraft ein paar Spinnen an diesen Ort gebunden. Sie könnten uns von gutem Nutzen sein. Ich hatte einmal einen Albtraum, der genauso war. Meine Herrin hat mich aufgenommen. Kommt näher und spürt ihre liebevolle Umarmung. Ich denke nicht, dass ich eure Herrin kennenlernen möchte. Königliche Wachen. Es schmerzt mich, zugeben zu müssen, dass unser König nicht mehr in der Lage ist, Vernunft und Wahnsinn zu unterscheiden. Er befiehlt, die Katakomben mit den monströsen Schöpfungen des Erzbischofs zu füllen und lässt keine Einwände zu. Vielleicht haben die legendären Uralten selbst dort einst gehaust. Doch nun müssen wir ihre Ruinen entweihen.
Verfluchte Schuhe! Ich verstehe nicht, wie das Böse am helllichten Tage bestehen kann. Sollte es das Licht nicht fürchten? Vielleicht steht die Sonne auf keiner Seite. Aber das Licht ist der Feind des Bösen, im übertragenen und wörtlichen Sinne.